Feiner Brokat, spitze und edle Perlen. Dieses Kleid gehört der Wahlheilsbronnerin Karin Harnisch, denn sie ist die Kurfürstin Anna. Also manchmal zumindest. Helga Röschinger und Christine Diefenbacher haben sich ebenfalls zweite Identitäten zugelegt und führen Gäste durch das spätmittelalterliche Heilsbronn. Kloster Tratsch um 1500. Möglich macht es die zeitreisende Nonne Peregrina, die uns auf ihre geheime Mission mitnimmt. Ich möchte euch auf eine Zeitreise entführen in das Jahr 1500, hier ins Kloster Heilsbronn von Salutis. Peregrina heißt ja die Pilgernde, die Wandernde, und ich pilgere und wandere eben nicht nur durch die Landstriche, sondern auch durch die Jahrhunderte und bin hier mal eben zu Besuch. Albrecht Achilles, das war ein tapferer, ein gut aussehender und vor allem ein sparsamer Regent. Aber kein Tratsch ohne eine gesprächige Großmagd. Helga Röschinger geht voll auf in der Rolle. Friedrich, auf jeden Scharmützel, bei jedem Krieg mischt er mit. Jetzt braucht er wieder Geld, Ausrüstung und Soldaten. Hochwohlgeborene Kurfürstin, unsere Bauern und Knechte, die können mit der Mistgabel und dem Dreschflegel umgehen, aber doch nicht in einem Krieg gegen Husaren kämpfen. Im Markt, die hat eine große Kost. Bei einer Kurfürstin, da musst du immer so edebedede und ganz genau und ja, das ist nichts für mich. Ich bin mehr rustikal. Unser Metzger ist ein kleiner Schlingel, der will den Mönchen immer zwei Gewürze unterjubeln, und zwar Kümmel und Pfeffer. Und das ist für einen Mönch nicht erlaubt, denn das kann Gelüste wecken, die ein Mönch nicht braucht. Aber ich verrate euch ein Geheimnis. Privat zu Hause koche ich sehr viel mit Pfeffer und sehr viel mit Kümmel. Und das tut meinen Mann und natürlich dann auch mir sehr gut. Auch wenn mein Mann so viele Jahre älter war als ich, haben wir eine sehr glückliche Ehe geführt. Und mein Mann Albrecht war sehr eifersüchtig. Jetzt auch schon fast 20 Jahre nach seinem Tod trage ich immer noch mein Witwengewand, wie ihr sehen könnt. Das habe ich ihm versprochen. Ich umgebe mich mit vielen Heiligen und bin bestattet hier über der Quelle im Münster. Die Klosterkirche ist ein Ort für die Ewigkeit, der Kurfürstin Anna würdig. Spiritum meum in manus tuas pater commendo spiritum meum. Der Mensch denkt und Gott lenkt. In diesem Sinne, salus vobiscus, vobiscum dominus vobiscum. Nach den letzten Segenswünschen ist aber Feierabend. Denn am Ende des Tages sind Helga Röschinger, Christine Diefenbacher und Karin Harnisch eben doch nur normale Frauen des 21. Jahrhunderts.